Kennst du den gefangenen Kleriker? Nein, oder ich habe sein Gesicht einfach nur vergessen. Alles, was es über ihn zu sagen gibt, ist, dass er noch nicht gedient hat, als ich noch zu Kalans Getreuen zählte. Warum aber fragst du nach ihm? Ich will seine alte Einheit finden. Schön, schön, schön. Machen wir es kurz. Ich könnte mir denken, wo ihr Standort ist. Ich übertrage die Koordinaten in deinen Adjutor. Und bevor du mir anvertraust, was du mit dieser Information machst, behalt sie besser für dich. Ich will unter keinen Umständen wissen, was deine Beweggründe sind. Dingen, die mich nichts angehen, möchte ich aus dem Weg gehen. Kannst du dieses KI-Modul reparieren? Ja, kann ich. Allerdings wird es dich etwas kosten. Mach es umsonst oder du landest in der Schlucht. Schon gut, ich hab's ja verstanden. Du bist der Boss und ich der Gefangene. Gib her das Ding. Oh, nein, Ray. So, schon fertig. Viel Spaß damit. Kranke Veranstaltung. Oh, shut up, man. Oh, so einen schnelleren Weg. Ist die Unterwelt fertig? Ah, besser teleportieren. Was gibt's hier noch zu tun? Wieder zu ihm zurück. Das gibt's hier noch zu tun. Run, Boy, run. Dass irgendwas mal weitergeht in dieser Spielsitzung. Weil irgendwie finde ich die gute Loot nicht. Und die Quests gehen auch nicht weiter. Outlaw. Oh, gib mir weiter Missionspunkte. Brauche irgendwas. Was machen wir mit dem reparierten KI-Modul? Wir setzen es einer funktionierenden Drohne ein, was sonst? Und woher bekommen wir eine Drohne? Genau, von den Klerikern. Die haben doch eh genug davon. Einer unserer gefangenen Kleriker hat mir verraten, dass sie dort drüben gerade an einem U5-Prototypen bauen. Hat erweiterte Intelligenz oder sowas. Hab ich vergessen. Kenn mich ja nicht so gut damit aus. Du willst, dass ich einen Prototypen klaue? Na klar. Wenn schon, denn schon, oder? Eine normale Kampfdrohne wird es da nicht tun. Wir brauchen eine mit mehr Intelligenz. So wie ich. Ich werde die Drohne von den Klerikern holen. Alles klar. Dann kann ich mich ja schon bald auf die faule Haut legen. Es wird bestimmt nicht allzu schwer, die Drohne da unbemerkt rauszuschaffen. Die Kleriker haben doch eh nur Augen für ihren komischen Gott. Das bekommen die gar nicht mit. Ja, das wird dauern. Das ist nicht in der Nähe. Ah, wo war das andere? Wie weit? Okay, das geht. Die Wache müssen wir noch ausschalten. Sieh einmal an. Ein Frischling. Du hast ja Eier, hier einfach so herumzulaufen. Wenn du nicht aufpasst, endest du ganz schnell als Monsterfutter. Du hast Glück, dass wir die Viecher hier so schnell erledigen konnten. Mal sehen, ob wir das nächste Mal immer noch so glimpflich davon kommen. Wer bist du? Mein Name ist Bullet. Mehr braucht dich nicht zu kümmern. Was macht ihr hier? Wir sind dafür zuständig, die Biester vom Vor fernzuhalten. So, dass alle dort drinnen in Ruhe schlafen können. Cooler Hut. Du redest wohl nicht viel. Nein. Hier draußen musst du immer wachsam bleiben. Der Konverter ist hier ganz in der Nähe. Und die Monsterangriffe hören auch nicht auf. Reden lenkt ab. Und wer abgelenkt ist, stirbt. Und du? Du willst ins Vor? Ja. Geh zu William und sag ihm, dass wir hier Verstärkung brauchen.
Er befindet sich meistens an der Brücke unten Richtung Schrottviertel. Ich weiß nicht, wie lange wir das hier noch ohne Verstärkung aushalten. Sorgt dafür, dass er so viele Männer schickt wie möglich. Ich habe keine Lust, von diesen Biestern gefressen zu werden. Was sind das für Biester, die hier angreifen? Ich habe keine Ahnung. Aber hast du die Maschinenteile in ihren Körpern gesehen? Normale Tiere sind das nicht, so viel ich weiß. Und sie sind mir alle mal lieber, als wenn Alps das Lager angreifen würden. Bist du unsere Verstärkung? Nein. Oh, du siehst auch nicht so aus, hätte ich mir eigentlich denken können. Aber ich darf ja wohl noch hoffen, oder? Werdet ihr hier häufig angegriffen? Wonach sieht es denn aus? Und du bist hier die Wache. Ich bin einfach niemand, der es sehr lange am Herd aushält. Wenn du darauf anspielen wolltest, dass ich eine Frau bin. Nein, ich wollte nur wissen, ob du das hier freiwillig machst. Ach so. Im Gegensatz zu den meisten hier mache ich das tatsächlich freiwillig. Als ich noch ein kleines Mädchen war, habe ich beobachtet, wie mein Vater eine Horde Straßendiebe mit seiner Knarre weggepustet hat. Seitdem wollte ich immer werden wie er. Die Schwachen und Dummen beschützen. Oder wie geht der Spruch nochmal? Na, genau. Ist auch egal. Auf jeden Fall gefällt mir, was ich tue. Ihre Sonnenbrille, sein Hut. Und ich hätte schon die perfekte Kombi. Oder habe ich noch eine übersehen? Mit diesen Viecher sind wir auf jeden Fall viel zu schwach noch. Und gehen wir mal zu den Klerikern rüber. Das schaut auch noch in einem interessanten Camp da drüben aus. Oh, hier ist wer tot. Bier! Na Gott sei Dank. Hat das Viech einen Knoten gehabt? Nein. Ray, du nutzloses Ding. Komm schon, Ray-Attacke. Oh ja, habe ich das zweite jetzt auch? Ja. Wir kriegen Gesellschaft. Jungs, oh, nicht vom Komplett lösen. Unterstützung, Lucy. Oder haben wir einfach eine Granate dazu? Wie? Die Granate macht perfekt Schaden. Ja. Oh, ich hasse die Anziehen. Eins haben wir down. Uff. Zurück zu Lucy. Lucy! Lucy! Unterstützung. There you go. Hopp, hab ich den Typen erwischt. Steckt nur, du hast ja doch Verstand. Ja, deswegen bin ich hergekommen. Der steckt hier mal. Ich war aber fast vollen Leben. Oh, ich muss wieder alle Gespräche führen. Oh, das Spiel bestraft mich gerade. Ah, oh, wir sehen uns gleich wieder. Wir haben uns hier oben in die Sicherheit gebracht, bevor wir weiterkämpfen und nochmal vernichtet werden. Schlechter Zeitpunkt. Ach, komm schon. Mana, Öllampe. Ja, verstehe. Vielleicht finden wir in dieser Rumpelkammer noch etwas Brauchbares. Wie mein Bruder immer sagte... Einen Tannenbaum soll man erst wegschmeißen, wenn er abgeputzt ist. Guter Spruch. Kann echt was hacken? Ach, oh, nicht was. Das war wohl nichts. Ah. Oh. Ich glaube, ich kann mich erinnern. Zu einfach. Ja, eindeutig. Elixtrank, toll, Goldbrocken. Ich... bin noch immer nutzlos. Warum Eda? Ich musste für... Psst.
Gibt es hier irgendwas Gutes auch? Vielleicht hier oben. Vielleicht hier unten. Probieren wir es wieder bei den Viechern vorbeizulaufen. Ist okay. Da komme ich nicht drauf. Wow. Eine Ratte, vielleicht kann ich mit der fighten. Bevor ich wieder sterbe. Komm schon. Oh yeah. Oh yeah. Rückzug. Ray. Das sind... Oh yeah. Ray. Ray. Die wollen ihn nur zuschauen, oder? Nein, das wollen sie nicht. Lauf, Ray! Lauf! Flucht! In die Wüste. Oh! Soll mich die Ratte werden killen lassen. Ich glaube, hier muss ich rauf. Was? Oh, es wird nur schlechter. Komm schon, mach's fertig. Lauf! Ich hoffe mal, sie treffen mich nicht. Nein, wir haben es nicht gekillt. Nett. Nett! Es wird nur schlechter gerade. Nur schlechter. Oh je. Yeah. Ich gehe rauf ins Lager. Werde ich verfolgt? Werde ich. Ah. Wow. Ich brauche irgendeine Loot. Irgendeine Anfängerrüstung. Vielleicht sollte ich zurück zu den Berserkern gehen und hoffen, dass sie mich einstellen. Dass ich irgendwas habe. Boah, gerade so. Nimm ich Schaden. Zurück mit euch. Zurück mit euch. Ne, böse Schakale. Ich nehme wieder die Route unten. Wie spuckt es mich an? Oh boy. Kann man wieder eine Todesmontage zusammenstellen mit der Episode alleine. Ach du. Wirklich das Fall Damage. Ich habe nicht mal schwere Rüstung an. Und es hat mich weggepustet. Ah, komm. Ich hab damit checkt. Ein bisschen Bestie wäre schön, wenn übrig geblieben wäre. Hallo Ray. Ray Skywalker. Wie du wieder in der Luft gleitest. Und fast von alleine raufhupst. Oh, den Jump Shutter.
Hallo Jungs. Ein bisschen Unterstützung wäre klasse gewesen. Ah, oh, wie schaut's aus, Helmut? Hartmut. Wie lautet die Parole? Einem Klär. Vorsicht, Freundchen. Ich kann auch auf die Fragen verzichten, wenn dir das lieber ist. Wie hast du von dieser Position erfahren? Unsere Stellung sollte eigentlich vor neugierigen Augen verborgen sein. Aber scheinbar haben wir unsere Spuren nicht gut genug verwischen können. Ich habe die Koordinaten im Fort bekommen. Was? Aus dem Fort? Dann hast du sicher mit einem meiner Soldaten geredet. Frank ist sein Name. Ich brüte schon seit Tagen über einen Plan, wie ich ihn dort raushauen kann. Brauchst du Hilfe bei der Befreiungsaktion? Deine Hilfe wäre mir willkommen. Denn wenn ich mich in die Höhle des Löwen wage, lande ich unter Garantie in ihrem Käfig. Bei dir stellt sich die Situation aber anders dar. Du siehst nicht so aus, als würdest du ihnen Probleme bereiten. Das heißt zwar nicht, dass sie dir vertrauen, aber sie werden dich wohl kaum mit mir in Verbindung bringen. Willst du gar nicht wissen, wie es Frank ergangen ist? Solange er lebt, interessieren mich die Einzelheiten nicht. Das mag kalt erscheinen, aber ich werde ihn, sobald wir ins Hauptquartier zurückkehren, zu einem unserer Suggestoren schicken. Er wird dadurch keinen Schaden erleiden, aber ihm werden die Erinnerungen genommen, die seine Kampfkraft einschränken könnten. Solange also sein Körper keinen wesentlichen Schaden genommen hat, wird er bald wieder zu 100% einsatzbereit sein. Irgendeine Idee, wie wir deinen Kameraden aus dem Fort befreien können? Es macht keinen Sinn, sie an die alten Verträge zu erinnern, die beim großen Konzil von Magallan beschlossen wurden. Darum müssen wir den Haufen anders ködern. Und was eignet sich da besser als Elexit? Wenn die Summe stimmt, sollte dieser Logan der Freilassung zustimmen. Ich habe genug gehört. Gut, sag mir, wenn du vorhast, zum Fort aufzubrechen. Unser Mann muss befreit werden. Gib mir die Splitter. Ich werde mit Logan verhandeln. Du sollst sie haben. Ich erwarte, dass du das Elexit ausschließlich für die Freisetzung des Gefangenen investierst. Wie lautet dein Einsatzbefehl? Seit in Tavar ein neuer Mann an der Spitze ist, hat sich die Situation verändert. Vor ihm hatte ein gewisser Baxter die Zügel in der Hand. Aber seit er gestürzt wurde, haben wir einen großen Informationsbedarf. Niemand von uns hatte diesen Kerl samt seiner Meute auf der Agenda. Und diese Lücke versuche ich zu schließen. Viel Spaß beim Versuchen. Bursche, forder dein Glück nicht heraus. Ja. Und das Interessantes hier. Oh, ich sollte nicht stillen. Vielleicht kann ich Viecher in die Falle hier locken. Und dann die Viecher looten, was sich auch in letzter Zeit nicht wirklich ist. Hilfreich erwiesen hat. Oh, da wäre der Weg drauf gewesen. Oh. Ich bin ein Idiot. Ich bin ein Idiot. Oh. Gehen wir zu dieser Station. Und schauen wir, dass der Fallschaden mich diesmal nicht rankriegt. Schaut hier interessant aus. Vielleicht liegt mal was Gutes herum, wo man leicht hinkommt. Hier sollte mal jemand aufräumen. Mhm. Wir räumen auf. Die Chance. Ja, ich wollte mich hinsetzen. Natürlich wollte ich das. Gut, dass das eine Option ist. Schnaps, Schnaps. Reisetasche. Elektroschrott, Elixit, wenn dann was. Was zum... Oh, Chucks müde. Chuck schlafen gehen. War da noch was, was ich? Schnaps. Ich glaube, ich habe den Alkohol noch gar nicht verkauft. Den sollte ich auch noch verkaufen. Oh. Ich bin schon paranoid vom ganzen Sterben. Ich habe hier noch keine Gegner gesehen, aber die werden mich gleich zu Tode erschrecken wahrscheinlich. Was? Ich muss sie gar nicht hacken. Unglaublich. Vier Häuser. Da hing noch etwas dran.
Was hing an den vier Häusern? Ein fünftes Haus. Das waren fünf Häuser. Oh. Es ist ein Parcel. Ich verkaufe diese Sachen gleich. Alte Münze. Sehr schön, sehr schön. Gegner, die eine Gefahr werden können. Oder ist das einfach ein gratis Loot-Gebiet? Schaut nach gratis Loot so fern aus. Genau was ich brauche. Alte Münzen, Megaschrott. Metallschrott meine ich. Megaschrott, ja. Bin auch Megaschrott. Okay, ich sehe nicht mehr irgendwas Interessantes hier. Außer Megaschrott. What? Ray, mach irgendwas. Na geht doch, Ray. Na geht doch. Oh. Kann ich das Viech runterlocken? Jetzt schaffen wir es. Jetzt schaffen wir es. Wir brauchen die Erfahrung. Ich helfe dir. Bin ich toll? Bin ich echt toll? Ray, komm schon. Irgendwas. Irgendwas, Ray. Knapp. Sehr schön, Ray. Da geht doch. Ah, oh, geht doch. Oh, können wir die anderen Ass besser mit draufziehen? Zu Lucy. Lucy! Hallo. Naja, wurscht, lass mal's. Oder? Haben wir Granate runter. Vielleicht sollte ich doch nicht in Granaten alles reinstecken. Rip. Uff. Wäre schön, wenn du deinen Angriff schaffst. Komm schon. Komm schon, Ray. Ich hab kein Fleisch mehr. Ich habe jetzt ziemlich alles, was ich an Heilung gefunden habe, reingehaut. Was haben wir noch an Heilung? Ich hol mir das andere Viech auch noch. Es hilft nichts. Wasserflasche. Quickslot. Rechts. Bam. Brauche die Erfahrung. Brauche sie. Überhaupt die Kampferfahrung. Sehr schön, ein guter Angriff. Oh! Komm schon. Oh, Mist. Ah, oh, er wird schon schaffen. Na, nope, er haut auch ab. Sehr schön. Ray. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Sehr schön. Oh. Jetzt muss ich über einen Spike noch vorbei hupfen, damit der mich nicht abfangt und veräppelt.
Eigentlich kann ich rein teleportieren. Falsche Taste. Eigentlich kann ich hier rein teleportieren. Und die Mission annehmen. Mein erstes Gespräch mit Mr. Duke. Uff, es wurde automatisch gespeichert, sehr schön. Hallo. Wer zum Geier hat dich denn hier reingelassen? Ich hoffe für dich, dass du eine gute Erklärung hast, mich bei meinen Geschäften zu stören. Ich brauche nur einen Augenblick deiner Zeit. Dann erzähl mal, warum ich dich nicht gleich häuten lasse. Ich schätze, wenn ich jetzt Schwäche zeige, finde ich meine Leiche in einem Sack auf dem Schrottplatz wieder. Was ist das denn jetzt? Hast du überhaupt eine Ahnung, mit wem du es hier zu tun hast? Du bist der Duke. Du bist die Nummer eins. Du machst mir Spaß. Hast Glück, dass ich gerade gute Laune habe. Also, raus mit der Sprache. Was willst du von mir? Ich will Frank freikaufen. Frank? Ah ja, ich erinnere mich. Überrascht es dich, wenn ich antworte? Nur zu? Der Kerl hat sich durch unsere Folter nicht brechen lassen und mir keine brauchbaren Informationen geliefert. Also habe ich keine Verwendung mehr für ihn. Außerdem denkt die Made, wir sind ein Haufen dummer Schläger. Wenn er diese Einschätzung seinen selbstgerechten Anführern in Ignadon berichtet, werden sie mich nicht als Gefahr einstufen. Und das bedeutet im Umkehrschluss, dass ich unter ihrem Radar weiter ungestört meine Pläne schmieden kann. Zahl mir also das Lösegeld und dann kannst du ihm sagen, dass er verschwinden kann. Yep, yep, yep. Uff. Hier, das Lösegeld. Weißt du was? Ich habe es mir anders überlegt. Behalt das Kleingeld. Du hast keinen Eid auf ihren lächerlichen Gott geschworen und das honoriere ich. Darüber hinaus überlasse ich es dir, dem Gefangenen Bescheid zu geben. Und bevor du gehst, ein gut gemeinter Rat. Sieh meine Großzügigkeit als Entscheidungshilfe an, wem du dich anschließen solltest. Wer mir die Treue schwört, den lasse ich nicht am langen Arm verhungern. Gib mir einen Job. Dir ist es wirklich ernst damit, oder? Na gut, bevor wir hier noch weiter dumm rumlabern, ich hab da was für einen wie dich. Im Raketensilo findest du Konrad. Er ist der beste Wissenschaftler, den ich kenne. Er bastelt da unten an einem wichtigen Projekt für mich. Er soll eine Bombe bauen. Eine wirklich große Bombe. Leider dauert das Ganze schon viel zu lange und ich werde langsam ungeduldig. Ich will, dass du runtergehst und diesem Dämlack von Wissenschaftler Beine machst. Wenn er nicht bald fertig wird mit dem Ding da unten, dann seid ihr beide dran. Ich hoffe, das war deutlich. Eine Frage hätte ich da doch noch. Hör mal zu, du Ich hab dir gerade einen Befehl erteilt. Also tu, was ich dir sage. Sonst ist dein kläglicher Auftritt hier beendet. Ist das klar? Das wird er. Ich brauche keinen Papageien, der mir alles nachplappert. Also halt den Rand, Ray. Oh. Ja, ja. Netter Typ. Mag ich. Reden wir schnell mit ihm. Bevor wir Frank sein Schicksal sagen. Nicht sterben. Okay, passt. Fallschaden überlebt. Also, Konrad. Der Duke sagt, ich soll dir beim Bau des Big Bangs helfen. Was denn? Echt jetzt? Du armes Schwein. Tja, ich sag ja, hier sind wir alle Gefangene, auf die eine oder andere Weise. Okay, dann kannst du mir gleich mal ein paar Sachen besorgen, damit ich ja endlich vorankomme. Was brauchst du? Also, zuallererst benötige ich einen inversen Phaseninduktor. Und natürlich einen proprietären Edwards-Kondensator. Und wenn du schon mal dabei bist, hol mir noch eine konzentrische Kreuzankerspule. Sonst noch was?
Bestimmt, aber fangen wir erstmal mit den Wichtigsten an. Es wäre gut für uns beide, wenn du dich beeilst. Der Duke wird langsam ungemütlich. Er rechnete mit der Fertigstellung des Big Bang schon im letzten Monat. Duke ungemütlich? Glaube ich nicht. Wo finde ich den ganzen Krempel, den du brauchst? Lass mal überlegen. Ich habe keine Ahnung. Das muss ich ja auch nicht. Es ist ja jetzt dein Job, nicht wahr? Das kaufe ich dir nicht ab. Okay, okay. Lass mich mal überlegen. Das ganze Zeug ist technischer Kram, den es auch schon vor dem großen Knall gab. Die Wüste ist voll von alten Maschinen, in denen diese Dinger verbaut gewesen sind. Such also in den Ruinen der alten Welt hier in der Wüste nach alten Maschinen. Aber pass dabei auf das ganze Insektoidenpack auf. Die scharen sich vornehmlich um alte Maschinen. Keine Ahnung, ob die das ausgelaufene Schmieröl saufen, oder? Und du denkst, du kriegst das Ding dahin? Hör mal, das Teil wird der Hammer, sag ich dir. Wart's mal ab, wenn du den Big Bang in Aktion siehst. Da wirst du Telleraugen kriegen, glaub mir. Du glaubst wirklich, ich helfe einem Irren wie dir, eine große Bombe zu bauen? Ach, komm schon. Lass uns das Ding doch erstmal zum Laufen bringen. Was wir dann damit anstellen, sehen wir dann, wenn es fertig ist. Nur keine Panik. Ich spreng das Ding schon nicht einfach so. Vertrau mir, okay? Okay. Das ist ein Argument. Also mach schon. Besorg mir den Kram, den ich brauche, sonst steigt uns der Duke aufs Dach. Interessant. Ja, er hat gerade einen Jedi-Mind-Trick auf uns eingesetzt. Oh, netter Versuch, alter Mann. So, wo ist Frank? Frank! Ich habe mit Hartmut gesprochen. Du bist auf unseren Gruppenführer gestoßen? Seit wann lässt er sich hinab, mit einem Außenstehenden zu reden? Er wirkte auf mich alles andere als abweisend. Ah. Wenn er dir vertraut, war mein Misstrauen dir gegenüber wohl etwas verfrüht. Er gab mir den Auftrag, dich freizukaufen. Das hört sich gut an. Aber ich sollte meine Euphorie bremsen. Noch sitze ich hier. Das Lösegeld ist bezahlt. Du kannst gehen. Moment. Du hast dich schon darum gekümmert? Offensichtlich. Ich traue dem Ganzen nicht. Er lässt mir doch sicher eine Kugel in den Kopf jagen, wenn ich Anstalten mache zu gehen. Als ich diese Gefängniswärterin Iron Madison das letzte Mal gesehen habe, sah sie alles andere als überzeugt aus. Tod nützt mir meine Freiheit nichts. Mir wäre also sehr daran gelegen, wenn sie das Urteil ihres Anführers akzeptiert. Ja, okay. Das wird sie nicht gerne machen. Der Duke hat Frank freigesprochen. Wie bitte? Hat er den Verstand verloren? Er hat gute Gründe. Dann muss ich mich wohl fügen. Aber da du in diese Sache verstrickt bist, wirst du ihn auch in die Freiheit entlassen. Ich möchte mir sein dummes Grinsen ersparen, wenn wir ihn schon ziehen lassen müssen. Das sollte kein Problem sein. Fein, fein. Sobald diese Wanze das Fort verlassen hat, such mich wieder auf. Ich habe einen Auftrag für dich. Aber die Einzelheiten erkläre ich später. Denn die Sache erfordert deine ganze Aufmerksamkeit. Wenn du also noch vorhast, dich zu betrinken, erledige das jetzt. Ich brauche dich nüchtern und nicht randvoll mit dem Pisswasser, das in Chloes Bar ausgeschenkt wird. Ich überlege es mir. Von wegen. Ich sehe doch, dass du scharf auf ein paar Splitter bist. Also gib mir Bescheid, wenn du zu Ende überlegt hast. Auch wenn das bei euch Männern erfahrungsgemäß dauern kann. Ja, ich werde drüber meditieren. Und nur meditieren. Verschwinde von hier. Iron Madison ist ruhig gestellt. Ich denke, ich suche meine alte Einheit auf. Da ich kein Elixid bei mir trage, solltest du das auch bald tun. Unser Anführer wird dich sicher zu entlohnen wissen. Natürlich nur, sofern er noch am Leben ist. Hier kann man ja nie sicher sein. Also, mein Freund,
Halt die Ohren steif. Jupp. Und wieder zu ihr. Erklär mir die Einzelheiten von deinem Auftrag. Ungeduldig, wie? Gut so. Mhm. Denn ich schlage nicht nur hart zu, ich zahle auch gut. Also, die Herrschaft des Dukes über das Ödland muss gewahrt bleiben. Aber in letzter Zeit verhält er sich nicht mehr wie ein Anführer. Erst zögert er, den Konverter anzugreifen, dann lässt er einen Kleriker gehen. Wir müssen in seinem Namen ein Exempel statuieren. Und an wen hast du da gedacht? Ich will, dass wir alle Kleriker aus dem Wüstenland vertreiben. Mit Gewalt! Du bist viel herumgekommen. Du weißt, wo sie sich aufhalten. Finde sie und press ihnen die Augäpfel aus dem Schädel. Nein. Der Duke würde das niemals absegnen. Wir sind hier in Tavar. Wir brauchen nicht für alles seine Zustimmung. Das unterscheidet uns von dem Unkraut da draußen. Ich lasse mich nicht von dir einspannen. Dann habe ich dir nichts mehr zu sagen. Verpiss dich. Jupp. Nee. Nipp, auf keinen Fall. Oh. Ich glaube, wir machen eine Pause. Bis später. Hey. Hey, neu hier, was? Kann man so sagen. Krass, echt krass. Sag mal, kennst du das Geheimnis, wie man ohne viel Arbeit an Splitter kommt? Erzähl es mir. Nee, ich wollte wissen, ob du es kennst. Ich bin mal wieder blank wie ein Stück Scheißhauspapier. Und wie verdienst du dir deine Splitter? Naja, wenn ich nicht gerade zu bin, gehe ich in die Arena. Der Gewinn, den Big Jim mir aushändigt, reicht meist für den nächsten Trip. Leichtes Opfer. Du kämpfst also in der Arena. Klar, Mann. Ich bin vielleicht nicht der beste Kämpfer, aber auch nicht der schlechteste. War mal echt gut. Eigentlich bin ich sogar noch immer. Aber meist bin ich zu dicht, um vernünftig zu kämpfen. Warum suchst du dir keine andere Arbeit? Hey, ich gewinne genug Kämpfe, also mach mal nicht einen auf Arbeitsvermittler. Eigentlich habe ich nur ein Problem. Ich bin süchtig. Süchtig nach Stims. Süchtig nach Alkohol, Scheiße, sogar süchtig nach Sex. Und das weiß auch jeder hier. Ja, und? Hast du schon einmal versucht, zugedröhnt, besoffen oder leergevögelt zu kämpfen? Das kannst vergessen. Ich fordere dich zum Kampf heraus. Du bist ja derbe drauf. Kommt mir eh gelegen. Brauch neuen Stoff. Zumal du mich gerade in einem halbwegs nüchternen Moment erwischst. Da sollte es leicht sein, dich zu besiegen. Aber vergiss nicht, Bruder. Wenn ich gewinne, war's das. Eine Revanche kriegst du nicht. Ups. Wir treffen uns in der Arena. Soweit ich weiß, wartet da noch jemand auf dich. Was? Und komm dann zu mir. Mist. Mist. Ich glaube nicht, dass ich den umhaue. Oh. Probieren wir es. Ein letztes Mal sterben. Du Scheiße. Ich könnte mir eine Drohne reinhauen. Ich kenne den Typen nicht. Oh. Warte mal, was brauche ich für die Armbrust? Ich verstehe kein Wort. Das geht sich nicht aus. Ja, ich glaub schon. Das nervt. Okay. Ich warte. Diesmal schaffen wir es, die Drohne ist bereit. Ja. Dann lass mal. Oh! Ja doch. Komm schon, Drohne. 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 Die Drohne macht gar nichts. Oh. Oh.
Das meinst du nicht ernst. Oh, Fresse. Oh. Ja, ja, wir sind hier fertig. Oh, ich bin durch die Wüste gerannt. Ich bin nur 5-mal gestorben. Eifern. Oh, das ist ein Typ. Ich wollte ihn schon attackieren. Hat nach einem Monster geklungen. Dietrich. Was haben wir hier? Schrott. Kann ich den Schrott nehmen? Wo ich mit ihm rede. Seine Schatulle. Sein Klobapier. Okay, Mann. Was will er? Was hast du denn hier verloren? Ich hatte nicht damit gerechnet, dass ein Außenstehender in diese Gegend findet. Die Ruinen locken normalerweise nur Banditen an. Aber wenn du ein Bandit wärst, hätte ich sicher eine Kugel im Schädel. Du bist Schrottsammler, richtig? Ja, und es ist ein hartes Brot hier draußen. Und wenn man sich nicht zu wehren weiß, dann bleiben einem nicht einmal ein paar Krümel übrig. Du scheinst oft Ärger zu haben. Ja, ich ziehe ihn förmlich an. Meistens werde ich Opfer meiner eigenen Leute. Da bringt es mir auch nichts, dass ich oftmals mehr aus den Ruinen raushole als die anderen Sammler. Überhaupt kann ich froh sein, wenn genug übrig bleibt. Andernfalls lassen sie mich am langen Arm verhungern. Ein Menschenleben zählt hier nicht viel. Der Müllbaron erwartet seine Lieferung. Ich weiß, aber es geht nicht. Es ist nicht meine Entscheidung. Mich interessieren deine Ausflüchte nicht. Nein, nein, nein. Alles Schrott. Den neuen Herren. Und wer sind die neuen Herren? Die Herren der Insel. Nimm dich vor ihnen in Acht. Mehr kann ich dir nicht darüber sagen. Am besten, du brichst erst gar nicht dahin auf. Du verheimlichst mir etwas. Nein, ich kann es nur nicht aussprechen. Was kannst du nicht aussprechen? Na, das... Ich kann dir nichts sagen. Hm, so wird das nichts. Yep. Warte. Puff. Nein, ich... Misage! Oh. Komm schon, Ray. Hau rein mit dem Schaden. Sehr schön, Ray. Sehr schön, Ray, komm schon weiter. Yay, wir sind nicht verreckt. Kriegen wir dafür was? Oh, jetzt kann ich sie gerade endlich killen. Oh, was mache ich hier? Schlafen. Und die Folge beenden. Oh, ich bin so planlos. Oh, ich weiß, er redet von Klerikern. Ja, danke fürs Zuschauen. Ich glaube, hier unten ist die Station dann. Tschüss.